Dann bleiben wir zumindest in der thematischen Nähe. Ich freue mich, dass Nana Karlstetter und Marie Gutbub hier sind, aus dem Orga-Team des Logan Center for Investigative Journalism Symposium, um uns einen kurzen Einblick in die Highlights der bald anstehenden Veranstaltung zu geben und uns alle einzuladen. Schön, dass ihr da seid. Herzlichen Dank. Danke, Ingo. Guten Abend. Wir organisieren zusammen mit ein paar anderen Leuten das Logan CIJ Symposium und wir möchten euch kurz das Symposium vorstellen. Das ist das zweite Logan CIJ Symposium. Das erste war in London, dieses Mal ist es in Berlin im BCC am Alexanderplatz am 11. und 12. März diesen Jahres. Das Ziel ist, dass wir gerne einen Raum schaffen wollen, wo die Tech-Szene und investigative Journalisten und alle, die sich für die Thematik sonst interessieren, sich treffen und austauschen können. Die Themen, die wir abdecken, sind Privacy, Überwachung, Zensur und investigativen Journalismus und welche Rolle das momentan spielt. Das Center for Investigative Journalism, dafür steht das CIJ, macht seit 13 Jahren Trainings für investigative Journalisten. Es waren in England, in London, mit die ersten, die mit Datenjournalismus angefangen haben. Und das Symposium selber heißt aber Logan CIJ Symposium, weil es von der Stiftung Reva and David Logan Foundation hauptsächlich ermöglicht wird. Also diese Konferenz hat nur einen Track, dafür haben wir uns bewusst entschieden, damit alles ganz gut zusammenkommt, eher die Hacker-Themen und die Journalisten-Themen. Wer sich nicht ständig Talks anhören will, kann natürlich auch in unserer Lounge bleiben, wo sich verschiedene Organisationen vorstellen. Und ich muss sagen, wir sind sehr stolz auf unsere Speaker. Hier sind ein paar Beispiele von wer alles dabei sein wird. Es ist sehr schön zu sehen, wer alles bei uns reden wollte. Ich werde euch kurz eine subjektive Auswahl von Highlights vorstellen. Sorry für alle, die ich nicht vorstelle. Nichts gegen euch, ich musste einfach eine Wahl treffen. Also, in der Session Tools and Tactics werden wir verschiedene Tools, die für Journalisten und Aktivisten sehr wichtig sind, vorstellen. Tails kennt ihr vielleicht schon. Wir sind sehr froh, dass das Team kommt. Das machen die nicht oft. CubesOS ist einer der nächsten sicheren Betriebssysteme und Transparency Toolkit ist eine Reihe von Tools zum Analysieren von Daten über Überwachung und die Ergebnisse sind da ganz großartig. Oft, wer den Talk auf der Republika gesehen hat, erinnert sich bestimmt an die MC McGovern. Die Leute, die hinter der Überwachung stehen, diese Leute im Netz ausspioniert hat mit Daten, die die auf Facebook und LinkedIn gepostet hatten. Wer die Tools lernen will, kann das natürlich auch machen, weil wir werden die 2 Tage lang eine Kryptobar haben, wo man Tor und GPG, Tails, OTA und was auch immer man lernen will im Bereich Security lernen kann. Einfach Rechner mitbringen, wenn ihr das machen wollt, oder Smartphones. Und dann könnt ihr alles lernen, was ihr braucht. Eine andere Session, worauf ich mich sehr freue, ist Can You Hear Me Now? Nach dem berühmten Satz von Snowden. Und ich bin sehr froh, dass einer meiner Highlights von 32C3 da sein wird, und zwar CAGE. CAGE ist eine Organisation aus den UK, die verteidigen die Opfer des Krieges gegen Terrorismus. Wer den Talk nicht gesehen hat auf dem Symposium, auf dem 32C3, müsste sich auf jeden Fall das angucken. Das ist extrem spannend, was sie da machen. Dann haben wir natürlich auch Journalisten, weil es vom CIJ organisiert ist. Und zum Beispiel werden wir Edwy Plenel haben von Mediapart. Die haben alle krasse politische Enthüllungen in Frankreich gemacht in den letzten Jahren. Das ist eine Online-Plattform ohne Werbung. Eine andere Online-Plattform ohne Werbung, die wir vorstellen werden, ist The Correspondent aus Holland, die ganz mit Crowdfunding funktioniert hat. Krautreporter ist ein Nachmacher davon. Was Rob Weinberg mit The Correspondent gemacht hat, ist auch richtig großartig.
Und letztes Mal in London ist es auch schon so gewesen, dass wir uns bemüht haben, auch so kreative künstlerische Momente mit einzubeziehen, weil dadurch einfach auch viel Ideen entstehen und Inspiration. Dieses Mal haben wir Paint das Paint Collective dabei. Intel Exit sagt euch vielleicht was, das ist eine Kampagne, die die gemacht haben, um Geheimdienstlern den Ausstieg aus ihrer Arbeit zu ermöglichen. Ja. Und ich muss zugeben, obwohl ich alle Speakers, die wir haben, sehr schätze, habe ich eine Lieblingssession, und zwar diese, Fighting the Global Arena. Ihr kennt wahrscheinlich Julian Assange, über den muss ich nichts sagen. Die Session wird von Jeremy Zimmermann von La Quadrature du Net moderiert. Und dort werden wir Subgraph OS haben mit einem Release. Das ist der nächste sicher OS, so wie Cube auch. Das sind die zwei großen, die bald rauskommen. Subgraph OS ist so ein bisschen wie Tails, muss aber noch sicher sein. Und was es einfacher macht, ist, dass man es tatsächlich installieren kann. heute hat mir jemand von Subgraph erzählt, es war, weil Tails so schwierig war mit dem Nicht-Installieren, dass sie damit angefangen haben. Und dann am Ende dieser Session kommt JuiceWrap News. Wer das noch nicht kennt, muss sich auf jeden Fall die Videos angucken, auch wenn ihr nicht zum Symposium wollt. Es ist großartig. Es sind so ungefähr Parodien von Nachrichtensendungen in Form von Hip-Hop-Clips. Sie kommen aus Australien und sind noch nie in Europa gewesen, obwohl viele Leute schon danach gefragt haben. Und sie haben jetzt Schluss gemacht und kommen noch einmal für uns. Es wird ein Talk sein mit drei Clips live. Leider kann Robert Foster nicht kommen, der eine, aber sie kommen mit die berühmten Figuren Terence Moonseed, General Baxter, vielleicht George Orwell und Ken Oskin, für wer das kennt. Ich freue mich auch schon, das war so mein Baby. Wir freuen uns tatsächlich auch schon sehr und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr vielleicht auch kommen wollt. Also sagt es gerne weiter, kommt alle, und Infos weitere gibt es auf der Webseite, die da auch zu sehen ist. Und wenn ihr Fragen habt, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Zeit für Fragen haben, sonst ein, zwei Fragen hätten wir auch. Sonst, wenn danach weitere Fragen sind auf Twitter, jederzeit könnt ihr die stellen und uns ausfragen nach allem, was ihr wissen wollt. Erstmal vielen Dank für die Einladung und Vorstellung. Wenn es jetzt spontane Reaktionen, Rückfragen gibt, dann bringe ich das Mikro gerne rum. Sieht nicht so aus. Okay, ihr beiden seid aber auch noch hier und habt ansonsten schon gesagt, über Twitter kann man euch erreichen und Fragen stellen. Okay, dann vielen Dank für die Einladung und für die Vorstellung.